Willkommen zurück zu Let's Play Agoras Generation of War Zero. Im letzten Part hatten wir vier mächtige Gegner. Was wartet jetzt auf uns? Ich hasse diese Gegner. Und dann gibt es noch irgendwie neue Krabben. Will mir das gefallen? Ich weiß es noch nicht. Dann wollen wir mal sehen. Was machen die denn Schönes? Die Krabben sind vorne. Yay. Ich hoffe mal, sie kann in dieser Runde ein bisschen mehr machen als vorher. Ich weiß nicht, die beiden sind nicht so gerade. Wann ist Eugene dran? Viel zu schön. Alter, die Gegner sind ja gleich schon dran. Oh mein Gott. Sind aber... Kann ich hier noch irgendwie... Ja, die Krabbe ist verbunden. Leider kommt hier diese eine Krabbe nicht an und die andere ist nicht verbunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte trotzdem mal die Krabben wegmachen. Das wird nie im Leben ausreichen, aber hey. Warum heilt das die zum Beispiel? Nein, ich höre nicht auf. Ihr wollt doch nur spielen, also spiele ich mit euch. Oh, habe ich die hintere auch getroffen? Ah. Oh. Oh mein Gott, ihr könnt heilen! What? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Gegner kann man jetzt, egal wer es ist, nur zerstören, indem man seine 100 SP-Moves benutzt. Oh, zum Glück geht gerade alles, oh, alles daneben. Oh Gott, ey. Zum Glück hat das nicht 2000 Schaden gemacht, ein Hit. Oh Mann. Oh no. Don't. Ja, es hat wehgetan. Ah. Stop this, please. Oh mein Gott. So. Was machen wir jetzt? Linda, wir machen mal Rage Mode. Alles klar? Ich hoffe ja. So, dann haben wir das hier, dann haben wir noch das. Kann ich aber nichts mehr anderes machen, kann ich sowieso nicht. So, wenigstens eine Krabbe down bekommen. Ich denke mal, das soll's sein. Oder auch nicht für eine Krabbe. Alter, selbst die Krabben haben über 5000 Leben. Was ist das für eine Scheiße? Oh Mann. Bitte reich. Ja, mit einem Break wird's wahrscheinlich reichen. Selbst ohne hätte es gereicht, aber yay! Eine Krabbe ist down mit sehr viel Aufwand. Holy shit. Ich glaube, ich sollte diese Kämpfe offscreen machen. Nur so ein Gefühl. So, viel Spaß beim Heilen. Oh, ich heile auch schon über 2000. Das ist nice. Sie könnte auch ein bisschen Heal gebrauchen, aber scheiß drauf. Du bleibst einfach mal standhaft da stehen. So, jetzt bin ich mit Linda. Wir sind verbunden. Nur Eugene muss sich noch finden.
Dann sollte das hier gewesen sein. So. Damit treffe ich beide. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Und dann erstmal gucken, wer von denen am besten angegriffen werden kann. Dann machen wir mal mit dir zusammen. Ah, wobei, lass mal nochmal das hier machen. Sollte für eine Krabbe jetzt eigentlich ausreichen. Schade, dass man nicht beide trifft. Hätte, glaube ich, die andere Krabbe nehmen sollen. Dafür treffe ich damit beide. Oh, sei es so. Gerade so für eine Krabbe. Immerhin habe ich das richtig einschätzen können. Oh, ernsthaft. Ich mache immerhin vernünftigen Schaden mit einem Blast. Und meine Esper-Attacken brauche ich definitiv für die zwei da oben. So, wir hatten eben 62 SP. Wie viel haben wir jetzt? 57. Ich spare aber AP. So, Mime. Du bist jetzt auch allein, dann mach trotzdem mal das. Sollte reichen. Pff, selbst ein Blacklist reicht aus. Okay. Ich glaube, die Kombi-Attacken sind bei den Krabben irgendwie scheiße. Könnte aber auch daran liegen, dass ich keine Magie für die benutzt habe. So, dann spar du auch mal. Du hast schon 120 SP? Okay. Ah, wobei. Einmal Sieg bitte voll heilen. Bevor er mir noch krepiert. Und dann können wir ruhig raufhauen. Ich glaube, ich sollte trotzdem sparen. Ah, oh, haben wir nur Dame. Nur Dame drauf. Ah, ich habe vergessen, die können ja heilen, ne? Und zwei von denen sind da. Das ist nicht sehr schön. Das ist wirklich nicht sehr schön gerade. Kriege ich den doch noch irgendwie down? Ich denke mal nicht. Wie viel AP hast du überhaupt noch? Nee, damit kriege ich es nicht down. Dann versuche ich es lieber erst nicht. Yay! Yay! Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. So. Ihr seid egal, Mimel, ein nach hinten. Seine ist nur mit Mimel verbunden, jetzt nicht mehr. Du mit Linda. Aber Sieg ist zuerst. Ah, du bist auch mit Sieg verbunden, das passt. So. Was? Ah, ja, das hat wehgetan. Weh, du killst die. Nicht noch was.
Ah, okay, das war's. Es sei denn, alles misst. Oh mein Gott, ist das geil. Alles hat gemisst. Sowas können wir auch. Aber jetzt ist sie trotzdem nicht mehr. Na gut, nehmen wir ein Air Raid. Air Raid. Das dürfen wir nicht benutzen. Am besten gar nichts davon, weil es irgendwie geheilt hat. Dann machen wir das. Ich will das noch nicht benutzen. Ich will den anderen damit angreifen. Einfach alles draufhauen? Ja, nicht wirklich alles, aber mal gucken. Nein, ich höre nicht auf, immer noch. Hey, 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 hey. Ja, sehen wir es mal so. Wenn sie sich voll heilen, machen sie mir weniger Schaden. Ist trotzdem nicht schön. Habe ich einen Break? Habe ich überhaupt noch eine Kombi-Attacke jetzt draußen? Ich glaube, nein. Oh, jetzt misst bitte nicht alles missen. Was jetzt kommt, bitte. Ach, danke. Es wäre es noch sowas, wenn solche Leute nach einer bestimmten HP-Anzahl, wie es runtergeht, irgendwie missen. Okay, Broken Hit habe ich noch und jetzt kommt unnötiges Geballer, aber hey. Sicher ist sicher. Die Stimmen von diesen Freunden, die passen überhaupt nicht zu denen. Ja, ja, ich spiele doch mehr mit deiner Schwester da drüben. Ach ja, du kannst das jetzt auch heilen. Du willst zwar nicht sehr viel machen, aber mach mal. Heal, du bist schnell genug, hast sehr viel Ach, ey. Gut, dass ich Heal auf... Du heilst 2000. What? Okay. Bis Full Life. Wow. Sayane, ich bin erstaunt. Lass mal alles saven. Wir bekommen SP und AP dazu. Alles gut. Versuche alle miteinander verbinden und beenden. Alle mit Eugene verbunden, nur nicht mit ihm. Warum kannst du nur so wenig gehen? Ist nicht sehr toll. Immerhin haben wir noch das. So. Dann wollen wir doch mal jetzt alles raushauen. Bitte, irgendwer zuerst. Danke, Sayane. Niemand hat... Ah, du hast. Diffuse Call. Trotzdem mal Holding Storm. Das hier. Das hier. Sollte reichen. Zwar nicht für einen Overkill, aber sollte reichen. Warum macht das so wenig Schaden? What? Warum macht das so wenig Schaden? Kann mir das mal jemand sagen? Sind die immun dagegen? Wir haben doch mehr Schaden von Blind-Dings genommen als sonst was. Ja gut, reicht im Endeffekt trotzdem. Wow, viel zu wenig Schaden.
Hätte das normalen Schaden gemacht, wäre es trotzdem Overkill geworden. Also den gewohnten Schaden. So, wieder ein haufenweise Erfahrungspunkte. Attribut ab für zwei Leute. Nur dieses Attribut ab verfällt irgendwie schnell aus meinem Auge. Einmal Glück. Und Agilität. So, Stärke und Intuition. Stärke und Intuition. Ja, bei dir ist immer noch die Frage, was macht man jetzt genau? Intuition. Willpower Energy, die hat ja schon wer anders, die kennen wir ja. Ja. Dann halt so. Sayane, Stärke. Vitalität. Ihre Resistenzen sind nicht gerade gut. Dafür hat sie ja das Ausweichen. Ich glaube, ich sollte nicht auf Defense oder so skillen. Weil sie sowieso ausweicht. Meiste Zeit. Moon Fragment, Double Feather. So. Ich muss mir mal Double Feather angucken. Entschuldigung, Feather. Kannst du das tragen? Mehr Move. Leute. Es wird Zeit, hier mal kurz rauszugehen. Denn neue Ausrüstung, immer gut. Ach ja, der lange schöne Weg. Noch zwei Events warten auf uns, nachdem wir dieses eine Quest da gedingst haben, bevor wir dann zu dem gehen, was wir schon kennen. Enhance. Nur Void und Agi. 4 AP ist aber auch wichtig. Move plus 2. Ach, deswegen können wir mehr Moves machen. Gut. Bringt es irgendeinem was? Immer noch mal kurz auf dich zurückgreifen hier. Nee. Es wird also immer... immer was zurückdrehen. Auch wenn das Void steigt. Ja, den Mighty Ring werde ich glaube ich nicht. Nö. Du kannst auch nur drei Felder move. Das kommt mir vor wie mehr. Ja, bei dir sicherlich auch nicht. Definitiv nicht. Auch wenn du die Moves gut vertragen könntest. Seine noch mehr Moves. Bei ihr könnte man das sogar eigentlich machen, aber das Void geht runter und das will ich nicht. Ja, jetzt bei Linda. Ist ja eigentlich auch nicht so schlimm, aber nö. Alles klar, neue Ausrüstung für nichts. Ich sag bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Spaß und tschüss.